Moin moin liebe Fahrrad- und Naturfreunde. Bisschen eng hier, wir müssen mal eben ein bisschen improvisieren. Aber trotzdem herzlich willkommen zum Tag 3 unserer Radreise Berliner Mauerradweg. Wir sind quasi schon 4-5 Kilometer gefahren. Unser Hotel lag ein bisschen in der Stadt, von der Strecke weg. Wir sind gerade jetzt auf der Strecke wieder angekommen und jetzt kann's losgehen. Berliner Mauerradweg Teil 3. Viel Spaß! So, wir fahren wieder durch ein herrliches Waldstück, ganz tolle Natur, aber das wird heute nicht so bleiben. Wir werden heute viel durch Städte fahren und weniger durch Naturschutzgebiete und Waldstücke. Aber egal, das Wetter ist herrlich, es sind wieder 26 Grad für heute vorausgesagt. Wolkenlos, wir haben im Moment schon 20 Grad, jetzt um 9:30 Uhr. Gut, mal sehen, was uns erwartet. Ah, jetzt geht's aber richtig steil bergauf. So, und jetzt die Abfahrt. Ja, hier ist teilweise eine richtig schöne Heidelandschaft. Wenn jemand aus der Ecke Niederrhein oder Ruhrgebiet kommt, und die Heidelandschaften mag, dem kann ich ganz wärmstens das Naturschutzgebiet de Maasdeunen empfehlen. Ganz tolle Radwege, man kann sich ganz prima erholen, Radfahren, Wandern. Echt super schön. Gibt es übrigens auch einen Videofilm von mir. Klickt mal auf meine Videos. Hier biegen wir rechts ab. Ich muss noch mal was zur Beschilderung sagen. Die Beschilderung hier am Mauerradweg ist wirklich exzellent. Also an jeder Kreuzung, an jeder Einmündung stehen Hinweisschilder auf den Mauerradweg. Das ist richtig gut gelöst. Wir lassen uns zwar von Komoot noch unterstützen, aber man kann hier auch gut nach Schildern fahren. Ja, ich sage immer Mauerradweg. Eigentlich heißt der Weg ja Mauerweg. Ist ja nicht nur für Radfahrer gedacht, sondern ebenso für Wanderer, Fußgänger etc. Hier links ist ein Mountainbike-Gelände. Macht bestimmt Spaß. Und hier sieht man sie, die gute Beschilderung.
Weiter geht's Richtung Biergarten. Hier gibt es gerade eine schöne Siedlung mit alten Häusern. Teilweise sehr hübsch restauriert. Wir sind jetzt gerade in Hohenneuendorf. Wir müssen jetzt ein bisschen durch die Stadt gurken, Schnellstraße überqueren etc. pp. Ich mach die Kamera jetzt erstmal aus. Ja, und wir sind wieder unterwegs auf richtig Kopfsteinpflaster. Ich weiß nicht, was sie mit ihrem Kopfsteinpflaster haben hier. Das ist ganz dämlich zu laufen und ganz dämlich zu fahren. Ich glaube, der hat der Erich mal umsonst gekriegt irgendwo. Ja, wir haben uns verfahren zur Strafe über einen Single Trail auf die Strecke zurück. Ohne Worte. So sahen die Kfz-Sperren aus. Bevor wir jetzt gleich den Wald verlassen und wieder durch die Stadt fahren, hier noch mal ein paar Eindrücke. Wir fahren jetzt ein bisschen durch Frohnau, durch die Siedlungen. Als nächstes kommt dann Hermsdorf. Ursprünglich wollten wir hier in Frohnau übernachten,
Aber uns wurde Henningsdorf so sehr angepriesen. Und dann haben wir dann Henningsdorf gewählt. Wahrscheinlich wäre es anders besser geworden. Henningsdorf war sehr viel Industrie, sehr, sehr wenig touristische Infrastruktur. Naja, egal, wir haben ein schönes Lokal gefunden, wo wir gegessen haben gestern Abend. Alles gut. Oh, hier ist noch ein uralter R4. Und direkt ein Porsche dahinter. Nee. Richtig schöner Ort. Viel Grün. Schön Häuschen. Nicht so vom Luxus überfrachtet wie in Klinike. Hier ist wieder ein schöner neu angelegter Radweg in Hermsdorf. Sehr abwechslungsreich. Hier haben wir wieder ein bisschen Heidelandschaft. Hier sind wir gerade am Naturschutzgebiet Tegeler Vlies. Ja, und vom Tegeler Vlies aus geht's jetzt mächtig bergauf. Hier hat man noch mal einen schönen Ausblick ins Tal. Wusste gar nicht, dass es in Berlin gibt. Und eine schöne Abfahrt. Da links von uns sieht man schon den Fernsehturm Berlin. Da müssen wir ungefähr hin, da endet unsere Tour. Ungefähr zumindest dort. Wir haben jetzt 25 Kilometer gefahren für heute. Im Moment geht es noch ein bisschen an der Bahntrasse entlang. Insgesamt werden es heute so 50 Kilometer werden. Dann ist der Mauerradweg passé. Jetzt kommt erstmal gemütliches Bahntrassenradl. Hier ist auch wieder ein toll ausgebauter Radweg Richtung Märkisches Viertel. Ja, rechts von uns die Laubenpieper.
oder Keeper, wie auch immer. Und links von uns die Bahntrasse. Guter Vorschlag von Anna, wir fahren jetzt mal kurz ins Märkische Viertel und gönnen uns mal einen leckeren Kaffee da. So, wir haben eine Eisdiele entdeckt, noch besser als Kaffee. Ein leckeres Eis gegessen im Märkischen Viertel und nun gehen wir die letzten 20 Kilometer an Richtung Zentrum. Ja, man kann ja nicht nur die schönen Dinge des Mauerradwegs zeigen. Wir fahren hier jetzt gerade durch ein Industriegebiet. Absolut verkommen. Wir sind hier jetzt in Berlin-Wilhelmsruh, auch wieder auf einem neu angelegten Radweg. Richtig schön hier. Und fahren weiter Richtung Berlin-Pankow. Schönes Birkenwäldchen hier. Hier ist die S-Bahn-Station Bornholmer Straße. Und er rückt immer näher, unser Fernsehturm. Wir haben noch rund 5 Kilometer. Dann sind wir am Ziel. Ne, ich war jetzt gerade ganz neben der Spur. 13,5 haben wir noch, nicht 3, nicht 5. Schöne Fußgänger- und Radfahrerbrücke an der Behmstraße. Und genau über die Fußgängerbrücke führt unser Weg jetzt auch hin. Die Sonne hat uns ein bisschen verlassen jetzt, ist ziemlich bewölkt, aber wir haben richtig Glück gehabt, wir haben in den 3 Tagen bisher keinen Tropfen Regen gesehen. Hier links von uns müsste eigentlich das Ludwig-Jahn-Stadion liegen, oder so ähnlich zumindest. Wir sind auf der Bernauer Straße jetzt, ein bisschen laut hier, Filmen ist fast unmöglich.
hier auch noch ein paar Mauerreste an der Ackerstraße. Stückchen geht es jetzt weiter am Spandauer Schifffahrtskanal entlang, bevor unsere Route bald endet. Hinten rechts ist die Reichstagskuppel zu sehen. Ich weiß nicht, ob es deutlich wird hier. Regierungsviertel mit Reichstagsgebäude. Hier ist es noch besser zu sehen. Da ist er wieder. Ja, ich finde das klasse, dass man die Gebäude, auch die historischen Gebäude, mal aus einer anderen Perspektive sieht. Sonst immer nur aus dem Bus oder zu Fuß oder was weiß ich, aber hier mit dem Rad sieht man viel mehr, finde ich. Ja, und wir nähern uns dem Brandenburger Tor und ausgerechnet heute ist hier eine Demo. Verdi kämpft für mehr Rechte. Hier ist Annes Café. Psst, Insider.
Da oben war ich schon mal drauf. Einfach nur geil mit dem Fahrrad durch Berlin. Da ist er wieder. Ja, liebe Fahrradfreunde, unsere Tour geht jetzt gleich zu Ende. Wir haben genau noch 1 Kilometer bis zur Schillingbrücke, dort wo wir unsere Tour gestartet sind. 50 Kilometer haben wir heute zurückgelegt. War wieder schöne Abschnitte dabei. Die letzten Kilometer hier durch Berlin Mitte waren ein bisschen stressig mit dem Filmen und den Autos und dem Gepäck, aber hat auf jeden Fall riesig Spaß gemacht. Wir verabschieden uns jetzt an dieser Stelle. Bis zum nächsten Video. Bleibt gesund. Ciao. So, hier auf der Schillingbrücke war unser Ausgangspunkt. Und hier beenden wir jetzt auch unsere Tour. Bis demnächst. Ciao.